Guten Tag. Ich habe ja hier gerade den Zauberspruch gelernt gehabt, beziehungsweise in der letzten Folge. Ach, der Schüler war in Gefahr, weil er seinen Apfel nicht hatte. Ach Gottchen. Ich muss jetzt sicherlich nochmal den Geist folgen. Ach so. Ja, okay. Jetzt. Hoppala. Eigentlich wollte ich ja nicht die Hermine. Mann. Das Ding da. So, okay, dann noch das gelbe Büchlein. Nee. Scheint mir ein wenig willkürlich. Das Ding macht mich bestimmt kaputt oder sowas. Und der Geist ist der Meinung, ich soll dahin, aber erstmal erkundige ich hier die Gegend so ein bisschen. Ich wollte eigentlich diese dumme Kiste. Mann, was doch mal. Das ist so cool. Dann kann ich den doch bestimmt auch anhauen, oder? Genau. Hier gibt es eine Menge Geld. Scheint mir das so der Fall zu sein. Den hier hatte ich schon, ne? Ist es gar nicht mehr. Gehe ich gleich hin und mache da diese Stufendinge. Ich will hier erstmal die Bude abfackeln. Diese schwebten über dem so ein Ding. Und was war das bitte gewesen? Über dem schwebt auch so ein Ding. Vorhin auch schon gewesen. Ich hab's einfach nur nicht gesehen. Mensch, diese Kiste. Ich kann mit dir nur spachen, du Kiste. Kann ich mit der Laterne hier irgendwas machen? Nee. Yeah.
Und da oben bamselt ein Schüler, sehe ich gerade. Kriege ich den denn runter? Ist ja auch eine Kerze. Ja, die habe ich doch schon. Ja. Ich gehe mal hoch. Ach, hier ist noch so einer. Seine Knochen. Löw, oder? Aha. Aber bevor ich da reingehe. Junge, was man hier alles machen kann. Wo ist denn mein goldener Stein? So. Ich habe immer noch nicht alle Dingsbums. Laternen. Den Sinn habe ich jetzt nicht verstanden. Aber hier sind auch keine anderen, ne? Ja. So kann ich nur die Laternen nehmen, die da auch in dem Raum sind. Aber ich habe doch schon alle, oder nicht? Wie kriege ich denn den Jungen darunter? Ah, guck mal, jetzt sind die Bücher wie eine Art Treppe. So. Und ich hab die doch schon alle. Die hab ich auch. Komm, wir gehen da mal rein. Ah, guck. Guck nicht. Weil man sieht nichts, weil hier... Was heißt das für eine blöde Optik hier?
darf ich nicht, da komme ich nicht lang. Halt, ich habe die Blümchen vergessen. Eine Fackel muss noch irgendwo sein. Hier ist keine. Muss ich die irgendwo übersehen haben? Sind das ja eigentlich Pausenhof oder was? Kann ich auch nichts weiter machen. Ist wohl bestimmt erst für mich von Bedeutung, wenn ich soweit bin, mit irgendwelchen Zaubersprüchen oder sowas. So, dir habe ich, ne? Die habe ich definitiv auch. Ach, und die darf ich nicht. Das wird dann sicherlich die eine sein, die mir dann noch fehlt. Okay, okay. Gut, dann mal wieder die Treppen hinauf. Krass, jetzt habe ich echt schon hier fast eine Viertelstunde noch umgebracht, nur um diesen Raum hier zu erkunden und freizuschalten oder ähnliches. Auf dem Bild hier vor mir sehe ich ja eine Anleitung, wie ich das hier Tetris-artig zusammenfügen kann und soll, um dieses Tor zu öffnen. So, dann einen grünen. Und den gelben. Gib mir Money, gib mir Money, gib mir Money. Ach, die muss ich bestimmt da drauf packen. Da gerade rein. Natürlich ist die Tür zu. Gut, so, hier ist wieder ein Abenteuer mit Krätze ganz links, habe ich gerade eben gesehen. Wie hole ich denn hier die Krätze raus? Scheiße, ich habe die Tastenkombination vergessen.
Ah. Verstehe, dann ist das hier von Spielfigur zu Spielfigur halt der Ronald, der die Krätze hat und so. Dann hat dann sicherlich jeder Spieler seine eigene Fähigkeit und Figur. Cool. Nur ein Charakter mit einem Buch kann die Symbole verstehen. Hat sie sowas? Nun gut, was gibt's denn hier Schönes? Aber ich habe die andere Seite ja noch nicht frei gespielt. Kann ich hier irgendwas mit dem machen? Oder erkundet, besser gesagt. Er spielt es ja. Noch Bilder an der Wand? Ich hab einen Apfel gefunden. Okay. Hm. Ist hier noch irgendwas gewesen? Ah.
okay, aber. Nicht so ganz. Mann, ja, ich hab's doch kapiert. Das sind jetzt aber scheinbar die richtigen, weil ich kann hier nichts mehr verändern. Hm. Nun gut. Ist doch ein Blümchen. Kann auch nichts machen. Hm. Toll, jetzt habe ich hier solche glänzenden Dinger und weiß nicht, was ich damit machen soll. Tolle Scheiße. So, und wie es dann hier weitergeht, das erfährst du dann in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn du dann wieder dabei bist. Und ja, bis dahin, hab noch eine schöne Zeit, ne? Tschüss.